und dann senden klicken und dann können wir schriftlich beantworten. So, und was werden wir heute alles sehen? Wir starten, wie Sie MyGrid Live ausstarten können. Dann schauen wir, wie ein Fahrzeug erfolgreich ermittelt kann werden. Dann, wie Sie übereinstimmende Teile suchen können, der Bestellliste Teile hinzufügen und dann die Bestellliste ausdrucken, speichern oder per E-Mail senden und Teile in Ihr DMS übertragen. Um am Ende reden wir noch über die Ressourcen, die in MicroCAD verfügbar sind. Gut, dann jetzt gebe ich Sie weiter an Frau Tauterath und die geht dann anfangen mit der Präsentation für MicroCAD Live. Super, ich danke dir, Berten. Das war prima. Und auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Inga Tautrath und ich werde Sie jetzt, wie schon angekündigt, durch die MicroCAD Live-Präsentation führen. Ich hoffe, Sie sehen alle meinen Bildschirm. Dann können wir auch gleich starten. Im Gegensatz zu MicroCAD V6, wenn Sie sich anmelden, beziehungsweise wenn Sie auf die Browser-Seite gehen, haben Sie jetzt nicht mehr die Möglichkeit Ferndatenbank oder lokale Version, sondern MicroCAD Live ist eine reine Internetversion. Browserbasiert können Sie mit jedem Browser benutzen, egal ob Mozilla oder Safari, vollkommen egal, funktioniert in allen. Sie kommen auf diese Startseite über Infomedia bzw. ifmsystems.com und hier werden Sie dann gebeten, einmal Benutzername und Passwort anzugeben. Falls Sie in der V6-Version bereits mit Benutzername und Passwort gearbeitet haben, funktioniert das in dieser Version ebenfalls. Ich gebe mein Passwort hier einmal ein und über Anmelden kann ich mich hier anmelden. Wenn Sie Ihr Passwort mal vergessen sollten, hier unten direkt auf diese Anmeldeseite, können Sie auf den Link klicken, Passwort vergessen und Sie bekommen einen neuen, ein neues Passwort zugeschickt. Sobald wir uns anmelden, landen wir auf unserer Landeseite oder auf der Startseite. Sie sehen auf der linken Seite immer die Neuigkeiten. Das kennen Sie vielleicht aus dem alten V6 auch schon. Alles, was gerade aktuell ist für Ihre Anwendung oder wenn irgendwelche Serverarbeiten durchgeführt werden, würde das hier ebenfalls auf der linken Seite stehen. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann Ihre Anwendungen. Bei mir sind das ein paar mehr, dadurch, dass ich viele Schulungen gebe. Und wir wollen uns heute auch nur Kia anschauen, MicroCAD Live für Kia. Um in das Programm reinzukommen, einfach auf Starten klicken. Ich mache das mal ganz groß, dass Sie das auch schön sehen können. So. Und das ist jetzt unsere MicroCAD Live Startseite. Wie Sie sehen, hat sich kaum was verändert zu dem Design aus V6. Auch die meisten der Funktionen sind alle gleich geblieben, sodass diese Umstellung wirklich ganz einfach sein sollte für Sie. So, für alle die, die sich vielleicht mit MicroCAD Live noch nicht ganz so auskennen oder ganz frisch dabei sind, mache ich einen ganz kurzen Durchlauf. Wie funktioniert das hier? Und dann gucken wir uns die einzelnen Schritte ein wenig mehr im Detail an. MicroCAD Live ist ein elektronischer Ersatzteilkatalog. Wichtig ist ganz am Anfang erstmal ein Fahrzeug rauszusuchen. Dazu gehen wir hier oben in die Fahrzeugsuche, das Suchkriterium. Ich suche mir ein gewünschtes Fahrzeug aus. Wie gesagt, einmal kurz im Schnelldurchlauf mehr oder weniger. Kann unter den Fahrzeugangaben hier auf der linken Seite schauen, ist es auch wirklich das richtige Fahrzeug. Gehe dann in meine Teilekategorien rein und wähle mir das entsprechende Teil aus, die entsprechende Kategorie, zu der ich hin möchte. Wenn ich das Teil gefunden habe in meiner Abbildung, kann ich per Doppelklick das Ganze in meinen Einkaufswagen übertragen oder meine Bestellliste, die ich dann hier oben unter Schritt 3 finde, Bestellungen. Und hier liegt dann mein Teil in meinem Einkaufswagen und von hier kann ich es an mein Händlermanagementsystem oder ans EDOS übertragen. Ja, also relativ einfach, dieselbe Funktion wie vorher. Jetzt wollen wir uns das Ganze etwas mehr
im Detail ansehen. Vielleicht lernt der ein oder andere doch nochmal so einen kleinen Trick kennen. Wäre zumindest schön. Also, erster Schritt ist immer, das Fahrzeug zu identifizieren. Hier oben dieses, links oben dieses Fenster, Fahrzeugsuche. Hier machen wir all diese Identifikationssachen. Sie können hier die 17-stellige Fahrgestellnummer eingeben. Überhaupt kein Thema. Sie können auch die letzten 8 Zahlen, sprich Buchstaben, Zahlen, Kombinationen, Hauptsache sind die letzten 8 der Fahrgestellnummer eingeben. Sie brauchen dazu kein Sternchen, kein Komma, kein nichts. Einfach nur die letzten 8 Zahlen bzw. Buchstaben. Zum Beispiel, ich habe immer was vorbereitet. CT 3 mal die 0, 501. Und Sie sehen rechts daneben, haben Sie so einen kleinen Zähler, der immer mitzählt, wie viele Sachen Sie gerade eingegeben haben, damit Sie nicht mit der Nase vor dem Bildschirm kleben müssen. Aber auch mit dem Dropdown-Menü kommen wir natürlich auf die letzten, zuletzt gespeicherten 20 Fragestellnummern dran und können die hier auswählen. Um dem Ganzen zu sagen, jetzt geh und such, einfach auf Suchen klicken oder die Enter-Taste auf der Tastatur klicken und das Fahrzeug wird mir angezeigt. Mein Fahrzeugsuchefenster ist einfach nur zusammengeklappt, hier oben. Und wenn ich auf das Dreieck gehe, kann ich es wieder aufklappen. Ja. Wie gesagt, hier über das Dropdown-Menü, die letzten 20 Fahrzeuge sind hier drin und können Sie dann auch von hier direkt anwählen. Ich klappe das Fenster wieder zu mit dem Dreieck. Und dann können wir uns hier dieses wunderhübsche Fahrzeug einmal anschauen. Wir haben hier oben als erstes die Fahrgestellnummer, unten drunter das Baudatum und links der Seite dann eine Abbildung von diesem hübschen roten Picanto. Dann haben wir hier unten 3 Reiter, Hauptmerkmale, Allgemein und Optionscodes. Bei den Hauptmerkmalen sehen wir, wie der Name schon sagt, die Hauptmerkmale. Karosserie, 5-Türer, 3-Türer, wie auch immer. Motor, Kraftstoff, ob es ein Automatikgetriebe ist oder nicht. Und auch die wunderbare Wetterzone. Also die wichtigsten Merkmale dieses Fahrzeugs. In dem Reiter Allgemein geht es nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Hier haben wir also auch noch die Farben. Auch wenn das die Abbildung des Autos rot ist, ist das Auto Milky Beige. Die Farbe innen. Und hier unten geht es dann weiter mit Katalognummern, Motornummern, Modelljahr, Werk und so weiter. Getriebenummer. Also wie gesagt, so ein bisschen mehr im Detail. Der dritte Reiter, die Optionscodes. Hier sind dann nochmal sämtliche Optionen, die in diesem Fahrzeug verbaut sind oder über die dieses Fahrzeug verfügt. Zum Beispiel ganz wichtig, Emissionsregulation Euro 5, was für eine Batterie und so weiter und so fort. Das finden Sie alles unter den Optionscodes, leider nur auf Englisch. Aber ich hoffe, das tut der ganzen Sache keinen besonders großen Abbruch. Ich gehe nochmal hier zurück auf den Reiter Hauptmerkmale. Sie haben in diesem Fenster, in diesen Fahrzeugangaben noch weitere Möglichkeiten, Dinge hinzuzufügen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, eine Fahrgestellnummernotiz hinzuzufügen für dieses spezielle Fahrzeug. Zum Beispiel, wenn wir hier einmal draufklicken, haben wir die Möglichkeit zu sagen, Freisprech. Und dann eine Freisprecheinrichtung wurde zugefügt. Am 18.12. eingebaut. Zum Beispiel, dass Sie einfach wissen, aha, wir haben hier an diesem Fahrzeug etwas gemacht, damit das niemand vergisst. Stellen Sie sich das einfach vor wie so ein gelbes Notizzettelchen. Das Fähnchen erscheint, sobald das Ganze einmal geladen hat, dann hier oben neben der Fahrgestellnummer. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine Katalognotiz hinzuzufügen. Die bezieht sich dann nicht auf diese Fahrgestellnummer, sondern auf diesen Katalog, sprich diesen Morning Picanto von 2011. Ja, gleiches Prozedere, einen Titel eingeben, Notizentext eingeben und das Ganze absenden. Und die Katalognotiz erscheint dann mit einem Fähnchen hier direkt neben der wunderbaren Abbildung des Fahrzeugs. Ganz wichtige Frage ist immer, wer kann diese Sachen alle sehen? Sämtliche Notizen, sämtliche Sachen, die Sie gespeicherte Bestellungen, können alle Sie und Ihre Kollegen Ihres Unternehmens sehen.
Kollegen aus anderen Unternehmen können das natürlich nicht sehen, aber jeder Kollege, der bei Ihnen in Ihrem Unternehmen über einen Zugang verfügt, kann eben diese Notizen auch sehen. Und schließlich müssen Sie das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden. Neben den Notizen gibt es hier unten auch noch die Möglichkeit, das Ganze auszudrucken. Sie brauchen nie die Angst haben, wenn Sie in MyScale auf Drucken klicken, dass irgendwas Großartiges passiert und der Drucker jetzt loslegt und hunderte von Seiten druckt. Denn wenn Sie auf Drucken klicken, bekommen Sie immer erstmal eine Vorschau angezeigt. Und dann haben Sie erst die Möglichkeit, oder erst dann, wenn Sie auf Drucken klicken, kann der Drucker auch wirklich arbeiten. Hier würde uns der Drucker jetzt zum Beispiel sämtliche Fahrzeugangaben, alles was wir in diesen drei Reitern gesehen haben, ausdrucken. Und zu guter Letzt in unserem Fahrzeugangabenfenster gibt es hier unten noch dieses Fältchen mit Kundenkennzeichen. Was ist das? Ganz einfach, Sie können diesem Fahrzeug eine etwas einfacher zu merkende Bezeichnung geben. Sie könnten zum Beispiel ein Nummernschild reingeben oder Sie könnten auch einfach nur Frau Müller eingeben und sagen, das ist das Fahrzeug von Frau Müller. Geben das in dieses Textfeld da unten ein und klicken auf Speichern. Dann passiert Folgendes. MyScale speichert Frau Müller mit dieser Fahrgestellnummer zusammen. Und wenn wir zum Beispiel am nächsten Tag ins Unternehmen kommen, wir möchten Frau Müllers Fahrzeug identifizieren, brauchen wir das nicht über die Fahrgestellnummer, auch nicht über die letzten 8 machen, sondern wir können einfach hier unten in dem Feld Kundenkennzeichen auch Frau Müller eingeben und dann über Suchen oder die Enter-Taste sucht uns MyScale live dann das Ganze raus und hier ist das Fahrzeug für Frau Müller. Ja, Sie können das so oft wie möglich überschreiben. Sie können das gerne für jedes Fahrzeug, was Sie haben, machen. Überhaupt kein Problem. Den Server kriegen wir, glaube ich, mit Informationen nicht ganz voll. Ja, das bleibt auch so lange bestehen, bis Sie es manuell wieder löschen oder einfach überschreiben, falls Frau Müller das Fahrzeug verkauft. Falls Sie irgendwann mal ein Fahrzeug auswählen müssen, ohne eine Fahrgestellnummer dabei zu haben, einen Namen, ist das natürlich auch möglich. Gehen wir schon wieder auf Schritt 1, Fahrzeug identifizieren. Und unterhalb der Fahrzeugsuche gibt es die Katalogsuche und hier haben Sie natürlich anhand der verschiedenen Kriterien die Möglichkeit auszuwählen. Okay, ich möchte jetzt nur die Recreational Vehicles, also die 4x4s haben oder die Nutzfahrzeuge oder die PKWs und können das Ganze dann hier etwas eingrenzen. Auch nach Baujahr können Sie eingrenzen. Und je mehr Auswahl Sie treffen, desto weniger Fahrzeuge werden auf der rechten Seite im Fahrzeugindex dann angezeigt. Ich gehe hier mal wieder zurück, damit wir uns auch ansehen können, wie wir im Fahrzeugindex Fahrzeuge identifizieren können. Sie sehen hier oben Fahrzeugindex 88 Ergebnisse. Das ist die Gesamtanzahl von Fahrzeugen, die in diesem Katalog sind. Und Sie haben auch hier ganz genau wie im alten MyScale immer die Möglichkeit, anhand der Bildchen Fahrzeuge rauszusuchen und dann einfach draufklicken und Sie werden in das entsprechende Fahrzeug gebracht, in den Katalog. Jedoch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Felder hier in den Hauptmerkmalen dann selbstverständlich unbekannt sind, denn wir haben ja nur gesagt, wir möchten den Morning Picante von 2011 auswählen und sonst nichts. Deswegen müsste dann hier ausgewählt werden, das sind 3 Türer, 5 Türer, was für ein Motor, was für ein Kraftstoff und so weiter und so fort. Und auch hier wieder, je mehr Sachen Sie auswählen, desto weniger Ergebnisse haben Sie dann an Teilen, die dann angezeigt werden. Gehen wir mal zurück in Fahrzeug identifizieren. Wer Bildchen nicht mag, der kennt das vom alten, kann über dieses kleine Symbol hier oben rechts das Ganze sich auch als Index anzeigen lassen. Der letzte Weg bei der Suche nach einem Fahrzeug ist über diese Filterbox hier. Einfach nur anfangen, den Namen des Modells einzugeben. Zum Beispiel, wenn wir nach einem Seat suchen wollen, geben wir einfach nur C, E ein. Wir brauchen nicht mal den kompletten Namen eingeben. Und Sie sehen hier in der Liste schon, dass mir jetzt die Seats und die Ceratos rausgeschmissen werden. Und im Hintergrund sehen Sie auch diese Fahrzeuge nochmal in der Abbildung. In dieser Filtersuche sucht MyScale ausschließlich nach den Buchstaben, die wir eingeben und filtert daraufhin meine Ergebnisse aus. Also hier kann man relativ schnell auch filtern.
Wie gesagt, Sie brauchen nicht mal den Sieg ganz ausschreiben, reichen schon die ersten zwei Buchstaben. Um das wieder aufzuheben, entfernen Sie einfach die Buchstaben. Last but not least, auf dieser ganzen Startseite können wir natürlich Fahrzeuge identifizieren, aber wir haben auch noch eine Sache rausgezogen, die man hier auch identifizieren kann, und zwar, stellen sich vor, Kunde kommt oder Sie räumen Ihr Lager auf, finden gerade noch ein paar Teile, sagen sich, wo kann ich dieses Teil denn verbauen, nutzen, was ist denn das überhaupt? Wir haben zufällig eine Teilenummer und sagen, jetzt möchte ich doch mal gucken, was denn das überhaupt ist. Und das ist ganz einfach. Wir stellen das Suchkriterium einmal auf Teilenummer zum Beispiel und geben dann einfach die entsprechende Nummer ein, nach der wir suchen wollen. Zum Beispiel die 21443 25000. Das ist die Teilenummer, die ich gefunden habe. Klicke hier auf Suchen und MicroCAD Live sucht jetzt im gesamten Katalog in sämtlichen Fahrzeugen nach dieser Teilenummer. Und das Erste, was es mir rausspuckt, sind 11 Ergebnisse, 11 verschiedene Fahrzeuge, in denen dieses Teil verbaut ist. Und dann kann ich sagen, oh prima, ich habe hier gerade ein Sorento stehen. Klicke auf dieses Fahrzeug drauf. Und MicroCAD Live bringt mich direkt dann zu meiner Suchergebnisliste und sagt mir, dieses Teil ist ein Simmering hinten. Und schwuppdiwupp habe ich rausgefunden, was für ein Teil es ist. Und all das, ohne überhaupt einen Katalog erstmal ausgewählt zu haben, ohne überhaupt in ein Fahrzeug reingegangen sind. Einfach nur von der Startseite aus. Ja, also wir haben einmal hier die Fahrzeugsuche mit Fahrgestellnummer und der Kundenkennzeichen. Hier unten die Katalogsuche über verschiedene Kriterien. Im Fahrzeugindex auf der rechten Seite können wir anhand der Bildchen suchen. Oder hier mit der Filterbox rechts oben anhand der eingegebenen Buchstaben des Modells können wir das Ganze filtern. Und wir können nach CNC oder Teilenummer direkt katalogübergreifend suchen. Das war der erste Teil, was wir in MicroCAD machen. Fahrzeuge identifizieren. Und dazu haben wir, wie mein Kollege der Bertel schon gesagt hat, eine kleine Umfrage vorbereitet, damit es nicht so langweilig ist, mit ganz vielen Multiple-Choice-Fragen, und würden wir Sie einfach bitten, ganz kurz sich die Frage anzuwählen und auch mit zu entscheiden, welche Antworten da richtig sind. Bertel, ich gebe zurück an dich. Danke, Inga. So, jetzt Zeit für unsere erste Umfrage. Ich werde erstmal die Frage launchen. Jetzt sehen Sie das auf Ihrem Schirm. Wie können Sie nach einem Teil der Fahrgestellnummer suchen? Die letzten 8 Zeichen eingeben, Sternchen, und die letzten 8 Zeichen eingeben, die ersten 5 Zeichen eingeben, Sternchen, und das erste Zeichen eingeben. Bitte, wir geben Ihr ein bisschen Zeit zum Antworten. Ja, ich sehe, dass jetzt schon die Hälfte von unseren Leute schon gewählt hat. Wir warten noch ein bisschen. Ja, noch 1 oder 2 und dann sind wir fertig. Können wir die Ergebnisse zeichnen? So, fast allen haben gewotet. Dann werden wir erstmal die Umfrage ausschalten und die Ergebnisse schauen. 88% von den Leuten, die letzten 8 Zeichen eingeben, Sternchen, und die letzten 8 Zeichen eingeben. Die ersten 5 Zeichen sind 7%, die das eingegeben haben. Das ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Dann haben wir im Moment, vor dass wir wieder zurück nach Frau Teuterath gehen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sind da Leute, die gerne nochmal eine Frage haben über das, was wir bis jetzt gesehen haben? Wenn Sie eine Frage haben, bitte dann drücken auf die Taste Hand heben, Raised Hand, und dann können wir Sie unmuten und dann können Sie sprechen.
Keine Frage im Moment. Okay, gut, dann geht's weiter mit die nächste Sache. Inga, wieder zurück nach dir. Alles klar, vielen Dank. Genau, Sie haben alle mitgewählt, das ist prima, vielen Dank. War natürlich die erste Sache richtig, die letzten 8 Zeichen. Diejenigen, die geantwortet haben, Sternchen und die letzten 8 Zeichen, war gar nicht so schlecht, das haben wir bei SSM. Aber soweit, so gut. Dann schauen wir uns, nachdem wir jetzt erfolgreich Fahrzeuge identifiziert haben, schauen wir uns an, wie wir denn dann an die Teile kommen. Ich wähle mir wieder ein nettes Fahrzeug aus. Habe ich es vielleicht schon hier drin? Nö, habe ich noch nicht. Dann wähle ich mir eins aus. Doch, wir nehmen den hier, den Picanto nochmal. Der ist klein und schnuckelig. So, Fahrgestellnummer Nummer eingegeben. Habe nochmal hier geschaut. Links in den Fahrzeugangaben ist das auch korrekt. Ist das wirklich das Fahrzeug, was draußen auf dem Hof steht? Okay, und dann habe ich die Möglichkeit, jetzt nach Teilen zu suchen. Viele Wege führen nach Rom, auch bei der Teilesuche. Es sind viele Wege zum richtigen Teil, zum richtigen Auto. Wir haben die Möglichkeit, über den grafischen Index hier anhand der kleinen Bildchen zu schauen, okay, unter Karosserie werde ich bestimmt meine Motorhaube finden. Klick auf die Karosserie, habe dann meine Unterkategorien und sage, ah, das sieht super aus, Kotflügel und Haube zum Beispiel. Und komme dann auch direkt in die Abbildung zu dieser Kategorie Kotflügel und Haube. Das ist die eine Sache. Aber so suchen wahrscheinlich nicht die meisten von Ihnen, sondern höchstens ich. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier zum Kanto zurück. Ich glaube, die meistgesuchte Variante ist eher, dass man hier oben eine Beschreibung eingibt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Bitte beachten Sie immer, dass Sie hinter dem Kästchen für die Beschreibung auch das entsprechende Suchkriterium nochmal eingeben. Das heißt, wenn Sie nach einer Beschreibung suchen möchten, dass Sie auch hier hinten Beschreibung eingeben. Neu ist, oder mehr oder weniger neu ist, der eine oder andere weiß es vielleicht schon, dass Sie hier die Möglichkeit haben, nicht nur ein Wort einzugeben, sondern bis zu 15 verschiedene Wörter eingeben können. Dabei möchte ich jedoch nochmal darauf hinweisen, die Wörter müssen immer noch so geschrieben werden, wie man sie kennt. 15 ist vielleicht dann doch ein bisschen viel, aber 2 bis 3 kann einem die Suche schon wirklich erleichtern. Zum Beispiel könnte man hier jetzt eintragen Scheibe und Kolben zum Beispiel. Es ist vollkommen egal, in welcher Variante, ob Kolben zuerst oder Scheibe zuerst. Einfach mit einem Leerzeichen getrennt, kein Komma, kein gar nichts, einfach nur ein Leerzeichen. Und dann klicken wir einmal auf unsere Lupe, auf Suchen. Und dann schaut Michael Cat, wo er denn Teilebeschreibungen findet, die Scheibe und Kolben enthalten. Und Tatsache, er findet Kolben, vordere Scheibenbremse. Ja. Also relativ easy. Wenn Sie was haben, wo Sie wissen, jo, das kommt in der Teilebeschreibung vor, im Teilenamen, können Sie die beiden Begriffe hier oben eingeben. Etwas interessanter wird es, wenn wir uns um Sachen wie Bremse kümmern oder auch erstmal nur zum Beispiel hier oben Bremse eingeben und dann auf die Lupe klicken. Dann sehen Sie, haben wir schon ein paar mehr Ergebnisse. Hier oben am rechten Rand sehen Sie 60 Ergebnisse. Jetzt möchte sich natürlich niemand von uns 60 Ergebnisse einzeln durchlesen, um zu gucken, ist das jetzt das richtige Teil, ja oder nein. Und dann haben wir hier, genau wie eben bei den Fahrzeugen, die Möglichkeit mit dieser Filterbox, mit dieser Filterfunktion, das Ganze anhand von Buchstaben runterzufiltern. Zum Beispiel könnte ich, wenn ich wieder meinen Kolben für die Scheibenbremse suche, könnte ich an mit K, O für Kolben, brauche ich eigentlich nur K und O eingeben und Michael Cat schmeißt mir entsprechend die Begriffe raus, in denen Bremse und dann die Buchstaben K und O drin vorkommen. Sie sehen, die sind immer lila markiert, dass sich da auch nicht vertut. Und dann können Sie von 66 oder von 60 Ergebnissen runter auf 2, haben Sie dann direkt die Möglichkeit auszuwählen, aha, hier ist wieder mein Kolben, vordere Scheibenbremse.
Es soll Ihnen einfach ermöglichen, das Ganze ein bisschen schneller zu finden. Ich entferne die beiden Buchstaben wieder. Dann habe ich hier wieder meine 60 Ergebnisse. Das Ganze geht natürlich auch mit Teilenummern oder PNC-Nummern, Abrufnummern. Zum Beispiel, wenn ich hier auf PNC klicke in meiner Suchbeschreibung, mein Suchkriterium, und dann eingebe 66400 zum Beispiel, 66311 und 66321. Wie gesagt, nur durch Leertaste getrennt, sucht er mir jetzt diese drei Nummern heraus. Er sucht natürlich nicht in einem und demselben Teil, das gibt es ja nicht, aber jetzt sucht er mir im Prinzip drei Nummern gleichzeitig aus. Ich klicke dann einfach auf Enter und MicroCAD Live schmeißt mir genau eben diese Nummern raus. Fängt an mit der 66311, 66321, 66400 und sind alles Teile im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Ja, also Sie können hier oben mehrere Nummern sich gleichzeitig raussuchen lassen und nicht nur eine nach der anderen. Ich denke, das ist auch schon immer eine ganz gute Sache. Sie haben hier in unserem Suchergebnisfenster die entsprechenden Teile dann vor Augen in dieser Zeile und wir haben hier schon eine ganze Reihe an Informationen, die wir bekommen für dieses Teil. Sie sehen hier links ist unser Einkaufswagen, darunter sind Kästchen, sprich immer wenn Sie ein Teil in die Bestellliste hinzufügen möchten, klicken Sie einfach hier rein. Das Teil wird dann entsprechend schön lila. Daneben ist das Kamerasymbol, damit können wir immer wieder in die Abbildung dieses Teils hineingehen. Daneben wird uns die PNC, die Abrufnummer angezeigt, danach die Teilenummer, den Teilenamen, ganz klar. Modellbeschreibung, falls da noch zusätzliche Infos sind. Anzahl, die Spalte SF, S-S, wenn hier etwas drinsteht, zeige ich Ihnen hier gleich auch nochmal, dann bedeutet das immer, dass es hier Nachfolgeteilinformationen gibt. Danach von Datum bis Datum die Bauzeitabgrenzung und der Bruttopreis, das habe ich mir jetzt so eingestellt. Und sofern es eine Notiz zu diesem Teil gibt, würde hier ebenfalls ein Fähnchen sein. Wenn ich mir hier oben nochmal ein neues Teil raussuche, zum Beispiel das hübsche Ding hier. Und hier ein bisschen in meiner Liste nach unten gehe. Sehen Sie hier in der Spalte S-S die Kombination SS. Austausch 1 zu 1. Und um das Ganze ein bisschen näher erklärt zu bekommen, können wir einfach hier auf diese Buchstabenkombination draufklicken und wir sehen dann etwas ausführlichere Informationen, sprich, was ist das alte Teil, was ist das neue Teil. Ja, das alte Teil ist immer das, was oben ist, das neue Teil befindet sich darunter. Okay, hier steht dann auch noch Informationen gültig seit. Und wenn Sie auf das jeweilige Teil klicken, sehen Sie hier im unteren Bereich dann nochmal ein Fenster, was sich jetzt gleich öffnet, da ist es. Gibt Ihnen noch ein paar mehr Informationen und im Prinzip nochmal eine Preisansicht, auch mit den anderen Preisebenen. Ja, das ist also hier in dieser Spalte S-S nach der Anzahl. Das bedeutet also immer, dass hier Nachfolgeteile vorhanden sind. Wenn ich auf dieses Teil, auf diese Zeile einmal draufklicke, erscheint das Teile-Datenfenster. Ich hole das ein wenig in die Mitte. Auch das Teile-Datenfenster gibt uns sämtliche Informationen nochmal gebündelt an. Von PNC-Code, Teilenummer, Name, Modellbeschreibung, von bis, Notizen und den Preis in allen verschiedenen Preisniveaus an. Wir haben hier unten mit dem Fähnchen die Möglichkeit,
diesem Teil wieder eine Notiz hinzuzufügen. Eine Teilenummern-Notiz. Ganz wichtig, diese Teilenummern-Notiz wird bei diesem Teil in sämtlichen Katalogen dann vorhanden sein. Ja, das bezieht sich also nicht nur auf das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer, das wir ausgewählt haben, sondern das ist dann im gesamten Katalog für dieses Teil ersichtlich. Sagt einmal in die Zeile klicken, kommt das Teile-Datenfenster. Sie haben auch ebenfalls im Teile-Datenfenster die Möglichkeit, das Teil bereits in die Bestellliste, in den Einkaufswagen zu verschieben oder, sofern Sie ausschließlich dieses eine Teil an Ihr Händlermanagementsystem übertragen möchten, können Sie das auch hier machen. Per Doppelklick gelangen Sie dann in die entsprechende Abbildung. Bevor wir uns aber nochmal genau mit der Abbildung beschäftigen, möchte ich Ihnen noch kurz zwei, drei Dinge hier zeigen. Sie sehen hier oben überall diese blauen Links. Stellen Sie sich das als Brotkrümelchen vor. Diese Brotkrümelchen zeigen uns genau, wo wir uns gerade befinden. Ja. Sprich, wir haben angefangen, von zu Hause sind wir losgegangen. Zu Hause ist unser Morning Picanto von 2011. Dann sind wir anschließend in die Kategorie Fahrgestell gegangen, hydraulische Module. Und dann sind wir hier nochmal hydraulische Module gegangen. Und diese Abbildung sehen wir gerade. Sie haben hier die Möglichkeit zu wechseln, auf derselben Ebene im Prinzip. Also alles, was hier sich unter so Fahrgestell befindet, haben Sie hier die Möglichkeit, die entsprechenden Kategorien zu wechseln. Oder wenn wir in Fahrgestell gehen, hätten Sie hier die Möglichkeit, die Hauptkategorien zu wechseln. Sie sehen also jederzeit, wo im Katalog Sie sich gerade befinden. Um immer eine Ebene zurückzugehen, so eine Art Zurück-Button, haben wir hier den Pfeil, eine Ebene zurückgehen, einfach auf den Pfeil klicken und Sie sehen, wir verlieren nach und nach unsere Brotkrümelchen, je mehr Ebenen wir zurückgehen. Gut, dann nochmal ganz kurz, zusammenfassend, Teile suchen gibt es auf verschiedene Art und Weisen, entweder über die hübschen Bildchen und Abbildungen hier unten oder über unser Suchfeld, in das Sie Wörter eingeben können, Beschreibungen, bis zu 15 verschiedene. Belassen Sie es aber am besten bei 2 bis 3, dann ist die Fehlerquote nicht ganz so hoch. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 15 verschiedene Teilenummern oder PNC-Nummern einzugeben und die sich gleichzeitig raussuchen zu lassen. Und natürlich haben Sie auch wieder die Möglichkeit, über die Filterfunktion hier sich die ganzen Sachen filtern zu lassen. Unsere Brotkrümelchen, die immer hier oben am Bildschirm erscheinen, sagen uns immer genau, wo wir uns gerade im Katalog befinden, sodass wir uns auch bloß nicht verlaufen können. Und damit gebe ich nochmal zurück zu Berten. Der hat nämlich noch eine kleine Frage für Sie vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder alle abstimmen würden, was wohl die richtige Antwort ist. Also Berten, zurück an dich. Danke, Inga. So. Die nächste Frage für Sie. Wodurch wird angezeigt, dass Informationen zu Ersatzteilen verfügbar sind? Mit Informationen schreiben wir eigentlich die Ersatzungen. So, die erste Antwort ist das Kamera-Symbol, eine Anzeige in der Spalte SS. Das Handsymbol, das Symbol zum Entfernen. Sehen schon, dass ungefähr 50% von den Leuten schon gewählt hat. Geben noch eine kurze Zeit und dann schauen wir die Ergebnisse. So, noch ein Drittel von den Leuten. Okay, haben wir fast allen gewählt und dann
können wir das mal die Ergebnisse schauen. So, wodurch können wir die extra Informationen wie Ersatzungen und so sehen? Das Kamerasymbol leider nicht. Eine Anzeige in der Spalte SS, das ist das richtige Antwort. Das Handsymbol auch leider nicht. Das heißt, 87% von unseren Leuten hat heute das richtige Antwort gewählt. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Gut, wenn Leute jetzt Fragen haben, bitte klicken Sie auf den Raised Hands oder Handheben-Taste und dann können wir kurz mal sprechen, können Sie Fragen an die Gruppe mitteilen. Okay, wenn nicht, bitte erinnern Sie daran, dass Sie auch schriftlich Ihre Fragen stellen können. Aber wenn es keine Frage gibt, dann heißt es, dass Inga eine wirklich gute, einen tollen Job macht. So, dann gehen wir wieder zurück nach Inga. Dankeschön. Inga, bitte. Super, also Anzeige in der Spalte S-S, wunderbar. So, ich habe gerade gesagt, ich wollte Ihnen das mit den Abbildungen noch mal ein bisschen näher erklären. Da gibt es auch noch ein paar interessante Sachen zu sehen. Dazu wähle ich wieder aus, einen Teil meiner Wahl, bleibe in diesem hübschen Picanto, gehe in die Karosserie, Kotflügel und Haube, in das Teil. Die Motorhaube kann ich noch erkennen, weiß ich, wo sie hingehört im Fahrzeug. Also, wir haben hier unsere wunderbare Abbildung und auf der linken Seite haben wir eine Anzahl oder eine Reihe von Möglichkeiten, diese Abbildung ein wenig zu verändern. Fangen wir oben an. Wir haben hier oben unseren Zoom im Prinzip. Können wir von 100% das Ganze auf 320% vergrößern. Das ist toll. Können wir mit der Maus runterscrollen. Vergrößern heißt nicht unbedingt, dass die Abbildung dann auch dementsprechend besser wird, sondern sie wird größer, muss man dazu sagen. Das Ganze können wir natürlich auch klein machen, dass alles passt, wie Sie möchten mit dieser Zoom-Funktion. Um das Ganze wieder auf 100% zu bringen, haben Sie einfach hier die Taste Bild in tatsächlicher Größe anzuzeigen. 100%. Ebenfalls können Sie sich das Ganze an die Bildschirmbreite oder an die Bildschirmhöhe anpassen lassen. Ja? Easy. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, auch dieses Bild, diese Abbildung drucken, auszudrucken oder per E-Mail als PDF an vielleicht einen zukünftigen Kunden oder einen bereits bestehenden Kunden zu verschicken. Auch hier keine Angst bitte, wenn Sie auf Anzeige ausdrucken klicken, denn es erscheint immer erst eine Vorschau. In der Vorschau sehen Sie das Fahrzeug, um das es sich handelt, steht oben drin, Katalog, Fahrgestellnummer, Baudatum und auch genau in welcher Kategorie Sie sich gerade befinden, Kategorie des Katalogs. Dann haben wir die Abbildung und von hier aus können wir dann das Ganze drucken oder per E-Mail schicken. Eine Sache möchte ich Sie ganz wichtig hinweisen. Sie haben neben dem Drucken-Button da auf der linken Seite noch eine Sache, da steht Teileliste einbeziehen. Standardmäßig, wenn Sie hier jetzt auf Drucken oder E-Mail-Adresse, E-Mail versenden klicken, wird MarketKit Live nur das versenden, was Sie hier sehen. Ja, nur diese Abbildung. Sie haben aber die Möglichkeit, dieser Abbildung noch eine Teileliste mit anzufügen. Das heißt, das sind dann nicht nur eine, sondern zwei Seiten im Prinzip, die Sie dann sehen könnten. Nur bei dieser Teileliste mit einbeziehen ist es natürlich dann so, dass dort die Teilenummern stehen, die Preise stehen und sämtliche Informationen stehen. Daher haben wir das so gemacht, dass das standardmäßig nicht mit angezeigt sind und Sie es anklicken müssen manuell und sagen, ja, ich möchte diese Informationen dennoch mitdrucken. Ja, nicht, dass da irgendwas in falsche Hände gerät. Das wollen wir natürlich nicht. Also ganz wichtig, wenn Sie das drucken oder verschicken, überlegen Sie sich, Teileliste mit einbeziehen, ja oder nein. So, dann gehen wir hier mal auf Abbrechen. Und dann haben wir noch ein weiteres Symbol oder beziehungsweise noch zwei Symbole hier unten. Wir haben dieses Handsymbol, Bild in eine beliebige Stelle ziehen. Damit
nur dieses Handsymbol und ich kann jetzt meine Abbildung genau dorthin verschieben, wo ich sie gerne hätte. Zum Beispiel kann ich mir jetzt hier diese Bolzen nicht mehr so ein bisschen hier hinschieben, dass ich den auch ordentlich sehe. Ja, das macht dieses Handsymbol, kennen Sie wahrscheinlich von PDF-Dateien auch schon. Um da wieder rauszukommen, einfach nochmal auf die Hand klicken und raus sind wir. Mache ich das Ganze nochmal auf 100%, dass man auch ein bisschen sieht hier. So, und dieser Baugruppe kann ich jetzt auch noch eine Notiz hinzufügen. Sie sehen, wir können hier eine ganze Menge Notizen hinzufügen. Und da haben wir die Möglichkeit, mit diesem Fähnchen hier unten, dieser kompletten Baugruppe, die da heißt Kot, Flügel und Haube, könnten wir hier auch noch eine Notiz hinzufügen. Ja? Einfach wieder aufs Fähnchen klicken, Notizentitel und Notizentext eingeben. Das Fähnchen wird dann hier gelb und auch wenn Sie über den grafischen Index suchen, wird ein Fähnchen neben dieser Baugruppe dann sein, um anzudeuten, dass hier eben eine Notiz ist. Dann haben wir die Möglichkeit, uns natürlich, wie damals im alten MicroCAD, uns die Abbildung anzeigen zu lassen und gleichzeitig auch eine Liste der Teile, die in dieser Abbildung vorkommen, anzeigen zu lassen. Früher hieß das mal das Superwindow, jetzt heißt es nur noch Bildschirm teilen. Und das können wir hier oben bei den drei verschiedenen Buttons, bei den Knöpfen hier, klicken wir einfach mal drauf und dann sehen wir, dass wir rechts die Abbildung haben und links dann unsere Teileliste. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir hier einfach in der Teileliste in eine Zeile klicken, sehen Sie, wird dieses Teil hier entsprechend direkt markiert, damit wir auch direkt wissen, aha, wo befindet sich denn dieses Teil in meiner Abbildung. Oder wenn ich hier zum Beispiel einmal auf die 66400 klicke, erscheint zum einen mein Teile-Datenfenster, zum anderen aber sehe ich auch in meiner Teileliste, da wird die Zeile dann markiert, dass ich weiß, ah, hier ist es. Nicht, dass Sie hier wahnsinnig viel suchen müssen. Der eine oder andere wundert sich vielleicht, warum ist das hier eigentlich in grün geschrieben? Normalerweise wird doch alles in schwarz geschrieben. Das Grüne hat einen Sinn. Sie sehen auch hier in der Abbildung, sind unsere Nummern mit einem grünen Kästchen umgeben. Grüne Teile bedeuten immer, dass Sie für dieses Fahrzeug absolut zur Verfügung stehen und das sind genau Teile, die hier passen. Ab und zu werden Sie auch mal blaue Teile sehen. Blaue Teile bedeuten immer, dass es hier eine Entscheidung geben muss. Das kann sein, dass es vielleicht bei Ersetzungen so ist. Das kann sein, dass entschieden werden muss manchmal, ob rechts oder links oder am häufigsten, ob welchen Durchmesser man benötigt, gerade bei Verschleißsachen, auch mit den großen Durchmessern, kleinen Durchmesser, ein dickeres Teil, ein dünneres Teil. Das sind also Sachen, die dann blau hinterlegt sind, blau geschrieben sind, denn hier müssen Sie eine Auswahl treffen, das kann MicroCAD nicht für Sie übernehmen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, rote Teile, weil rote Teile selten angezeigt werden, die blenden wir nämlich automatisch aus, denn rote Teile sind schlechte Teile, die gehören zwar zu diesem Modell, aber nicht zu diesem Fahrzeug mit dieser Fragestellnummer, das wir aufgerufen haben. Wenn wir hier oben auf die Einstellungen gehen, unter allgemeine Einstellungen, dann habe ich die Möglichkeit, mir diese nicht zutreffenden, diese roten Teile anzeigen zu lassen. Wenn ich hier einfach reinklicke, beobachten Sie einfach mal so ein bisschen den Hintergrund, meine Teileliste. Da werden Sie dann nämlich ganz schnell feststellen, aha, hier gibt es eine ganze Menge roter Teile. Wie gesagt, die gehören zu diesem Picanto, aber nicht zu dem mit dieser Fragestellnummer, die wir ausgewählt haben. Und damit es da nicht zu viele Teile und Verwirrung gibt, blenden wir diese nicht zutreffenden Teile erstmal standardmäßig aus. Wenn ich das Häkchen wieder rausnehme, sind sie weg. Ein Reiter daneben haben wir nochmal die Farben. Grün passender Einbau, rot falsches Teil, blau optionaler Einbau und lila, haben wir auch schon gesehen, sind Teile, die ich meiner Bestellliste hinzugefügt habe. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, hier diese Farben zu ändern, wenn Sie es dann möchten.
Diese Farben korrespondieren, wie gesagt, auch immer mit den Kästchen, die um die entsprechenden Nummern drumherum sind. Sie haben die Möglichkeit, sich durch den Katalog durchzublättern. Das können wir machen entweder hier oben mit den Tasten nächstes Bild oder vorheriges Bild. Dann können wir auf das nächste Bild klicken. Dann sehen wir das nächste Bild und auch die Teileliste aktualisiert sich. Aber man weiß ja nie so genau, was als nächstes kommt. Und daher gibt es neuerdings die Filmstreifenfunktion. Das ist eine reine Tastaturfunktion. Und zwar Steuerung und eine Pfeiltaste auf Ihrer Tastatur, entweder nach rechts oder nach links. Steuerung gedrückt halten und die Pfeiltaste drücken. Und Sie sehen dann am unteren Bildschirmrand, geht so eine Art Filmstreifen auf. Die Abbildung, in der wir uns im Moment befinden, Schirmblech, ist umrandet. Und jetzt kann ich mit meinen Pfeiltasten oder auch mit der Maus einfach von einer Abbildung in die nächste springen. Und zwar durch den kompletten Katalog. Nicht nur unter Karosserie, sondern im kompletten Katalog. Ich kann mich hier also im kompletten Katalog auf kleine Art und Weise durchblättern. Die Abbildungen hier unten sind nicht unheimlich gut zu erkennen, aber in den grauen Balken hier oben kann ich zumindest immer sehen, aha, das hier ist das Seitenblech und das ist die Heckklappe und kann dann immer noch entscheiden, möchte ich noch einen weitergehen und schauen, was ist das nächste. Vordertürtafel oder möchte ich doch lieber wieder zurück zur Heckklappe gehen. Ja, es ist also im Prinzip die nächste Seite wählen, aber schon wissen, was es ist. Und das ist Steuerung, Rechtsklick oder rechte Pfeiltaste oder linke Pfeiltaste auf der Tastatur. Und wenn ich in diese Abbildung der Heckklappe reingehen möchte, kann ich entweder mit meiner Maus draufklicken oder ich kann auch einfach nur die Enter-Taste auf meiner Tastatur nehmen. Und mir wird das Ganze direkt angezeigt. Sie können also sehr schnell von einer Abbildung in die nächste springen. Mit diesen besagten Filmstreifen. So, wir haben Teile ausgewählt. Das ist prima. Jetzt müssen wir sie nochmal in unseren Einkaufswagen übertragen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei den Suchergebnissen, überall dort, wo ein Einkaufswagen zu finden ist, wenn Sie einfach ein Häkchen reinmachen, dann wird das Teil entsprechend lila geschrieben und auch hier in der Abbildung lila hinterlegt. Und das bedeutet, es liegt in unserem Einkaufswagen. Ja, da können wir uns einfach richtig schön durchklicken. Überhaupt kein Problem. Wir können auch hier oben jetzt nochmal nach anderen Teilen suchen. Wir können sagen, oh ja, Blechteilkotflügel rechts. Ich könnte dann hier ebenfalls mein Häkchen reinsetzen. Gehe dann einfach hier mal in die Abbildung und über meine Steuerung-Pfeiltaste gehe ich nochmal in meinen Filmstreifen. Ich kann dann nochmal sagen, ich gehe hier in die Vorderradaufhängung Querträger. So, das sieht doch auch ganz nett aus. Oder ich gehe noch einen weiter nach vorne. Haben also ganz viele Möglichkeiten, sich durch den Katalog zu wursteln sozusagen. Und wenn Sie hier oder wie hier an eine Stelle kommen, wo Sie mehrere Teile haben, die Sie gleichzeitig bestellen möchten, können Sie diese Teile mit einem Lasso einfangen. Dazu gehen Sie mit Ihrer Maus am besten an die linke Seite der Teile, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen hier unser besagtes Lasso drüber. Wenn Sie dann die linke Maustaste loslassen, gibt es hier unten nochmal so einen Button der Bestellung hinzufügen. Und damit können wir komplett diese Teile der Bestellung hinzufügen. Und wie vorhin auch gesagt, wenn es irgendwo ersetzte Teile gibt, muss man gegebenenfalls eine Auswahl treffen, ob man das alte oder das neue Teil nutzen möchte. Ich sage jetzt, ich möchte das alte nutzen. Und hier gibt es mehrere, gehe dann auf Weiter. Und gehe dann auf Schließen. Ja? Anschließend gehe ich in meinen Einkaufswagen und sehe hier all die Teile, die ich in meinen Einkaufswagen bereits verschoben habe. Bevor wir uns aber als letztes den Einkaufswagen noch mal etwas genauer ansehen, hat der Berten noch eine kurze Frage für Sie vorbereitet und damit gebe ich zurück an dich, Berten. Danke, Inga. Unsere nächste Frage. Ich werde mal
kurz aufrufen. Wie fügen Sie der Bestellliste Teile hinzu? Im Fenster Suchergebnisse auf das Kontrollkästchen klicken, in der Abbildung auf die Angabe doppelklicken, im Fenster Teiledaten auf Bestellen klicken, Teilegruppe auswählen und auf Bestellen klicken. Es gibt mehrere Möglichkeiten hier, nicht nur eine. Bitte nehmen Sie Ihre Zeit. Dann werden wir kurz die Ergebnisse schauen lassen. Und dann habe ich auch noch zwei Fragen von Michael Mösig und Bernhard Gern. Die können wir dann auch mal kurz beantworten. Wir warten noch auf einige Leute. Okay, das sieht so aus, dass wir allen geantwortet haben. Ich werde mal kurz abschließen und dann die Ergebnisse hochladen. Wie fügen Sie die bestelllichen Teile hinzu? Es gibt so ungefähr, ja, eigentlich, Sie haben allen recht, es gibt keine falsche Antwort hier. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Dann mal kurz abschließen. Und dann habe ich hier noch eine Frage von Bernhard Kern. Der fragt, Inga, im Fenster der SS gibt es eine Spalte IWM. Was bedeutet diese? Können Sie mal kurz nach dem... Moment, schaue ich mir sofort an. Wir haben ja hier unser... So. Hier ist also einmal unsere Nachfolgeseite. Keiner. Genau, hier sind die Nachfolgeteile. Ich gehe davon aus, er meint die ITC-Spalte. Ist das korrekt? Ne, IWM... fragt er. Erstmal kurz versuche. Bernhard, können Sie mir hören? Ja, hat wahrscheinlich kein Mikrofon dabei. Dann gehen wir kurz nach den Splitscreen View. Das sieht der Pass da unten sein. Vielleicht gibt es da so eine. Nee, kann ich auch nicht sehen. Ich komme einfach auf den jungen Mann. ITC natürlich, schreibt er jetzt. Okay, ITC natürlich. Habe ich mir fast gedacht. Der ITC-Code ist der Interchangeability-Code. Sie werden sich vielleicht noch an das alte MicroCAD erinnern. Da gab es diese Codes M, passt in neues Fahrzeug, wenn nicht in altes Fahrzeug, oder passt in altes Fahrzeug, wenn nicht in neues Fahrzeug. Das sind auch noch diese Codes, wobei die im Prinzip inzwischen überflüssig sind, weil wir hier in dieser Spalte diese durch neue Codes ersetzt haben. SS, wie gesagt, Austausch 1:1. Und wenn sich hier etwas ändern würde, wenn es Austausch von Einheit zu Einzelteile oder Einzelteile zu Einheit wäre, würde hier ein anderer Code stehen und den könnten Sie, wenn Sie mit der Maus draufgehen, dann auch direkt sehen. Also die ITC-Spalte ist noch aus dem alten, ganz alten MicroCAD mit übernommen, aber eigentlich braucht man sie heutzutage nicht mehr. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das glaube ich auch. Mal kurz noch eine Frage von Michael Mösig. Wie kann man eine Ausbildung, wie kann man diese Abbildung aufrufen? Das hat er gefragt, wenn du dir Filmstrip geschaut hast. Kannst du mal kurz nochmal sagen? Ja, das und aufruft? Zwar Steuerung-Taste ganz links unten auf der Tastatur und dann haben Sie ja auf Ihrer Tastatur auch die Pfeiltasten oben, unten, rechts, links. Einfach Steuerung, die Taste halten. Und auf eine Pfeiltaste entweder nach rechts oder nach links und dann erscheint dieser Filmstreifen. Vergesse ich auch ab und zu mal, deswegen ich habe mir so ein kleines Post-it-Note gemacht, dass ich es nicht vergesse. Okay, genau. Das war die Frage. Wenn es noch Leute gibt, die mal kurz ihre Hand heben wollen, dann kann das noch immer, wenn die noch eine kurze Frage haben. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Inga,
Alles Weiter für klar. dich. Gut, vielen Dank. Dann machen wir weiter. Wir sind auch schon fast am Ende. Denn die schwersten Sachen haben wir schon gemacht. Die Teile, das Fahrzeug identifiziert, die Teile herausgesucht. Das Ganze in unseren Einkaufswagen verschoben. Kriegen wir alle hin. Und jetzt sind wir in unserem Einkaufswagen drin und gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir haben hier unten sämtliche Teile aufgelistet. Und hier können wir noch das eine oder andere mit diesen Teilen veranstalten. Zum Beispiel über das Kreuzchen ganz links in der Zeile können wir verschiedene Teile auch rauslöschen, auch wenn sie schon im Einkaufswagen sind. Wir können natürlich die Anzahl verändern. Es wird immer die Anzahl eingetragen, die standardmäßig hier benötigt wird. Aber wenn Sie anstatt dem einen Clip 5 Clips brauchen, weil Sie 3 auf Lager legen wollen, ist das auch kein Problem, können Sie einfach die Anzahl hier überschreiben. Dann, was ich ganz toll finde, ist hier unten links gibt es eine Möglichkeit, Gruppe bilden. Gruppe bilden ist vor allem dann, finde ich, ganz interessant, wenn Sie Teile für mehrere Fahrzeuge in denselben Einkaufswagen packen, haben Sie die Möglichkeit, sich von Microcat hier so Ordner anlegen zu lassen. Zum Beispiel hier den Morning Picanto, wir haben jetzt nur für ein Fahrzeug was benutzt. Und diese Teile werden dann jeweils dem entsprechenden Fahrzeugordner zugefügt. Das dient einfach so ein bisschen der besseren Übersicht. Ja? Das Ganze können Sie wieder auflösen, indem Sie auf dieselbe Taste klicken, die dann jetzt aber heißt Gruppierung auflösen. Weiter geht's mit den wichtigen Tasten hier unten. Speichern. Ganz wichtig, früher war es immer ein bisschen komplizierter mit was für einer Art von Speichern. Heutzutage gibt es nur noch Speichern. Wenn wir hier auf Speichern klicken, müssen wir eine Voraussetzung erfüllen und die heißt Kundenname eingeben. Das heißt hier oben in diesem Textfeld gebe ich ein Frau Müller. Denn die Frau Müller hat diese Teile im Prinzip bestellen lassen. Und wenn ich jetzt auf Speichern klicke, nicht erschrecken, wenn dann hier alles erstmal leer ist, sondern Sie bekommen dann ein Fenster, wo gesagt wird, genau, Ihre Bestellung wurde gesichert. Sie sagen mir, okay, keine Panik, wie gesagt, dass hier alles leer ist. Ihre gespeicherte Bestellung ist jetzt nur an einem anderen Ort, nämlich hier oben in dem Link gespeicherte Bestellungen. Da gehen wir rein und Sie sehen, dieses Fenster klappt sich auf. Hier ist unsere Frau Müller. Wir klicken in die Zeile von der Frau Müller und unten erscheint unser Einkaufswagen. Ich klappe dieses Feldfenster jetzt einfach mal wieder zu, damit wir hier unten ein bisschen besser was sehen können. Diese Bestellung ist nach wie vor gespeichert, auch wenn ich sie hier jetzt wieder auf dem Schirm habe. Die ist permanent gespeichert, bis ich sie manuell lösche. Ich kann jetzt an dieser Bestellung noch einige Änderungen vornehmen, je nachdem, was ich machen möchte. Noch Artikel rausschmeißen, Anzahl verändern, wie auch immer, und dann einfach nochmal speichern, im Prinzip drüber bügeln. Neben Speichern hier unten haben wir die Taste Löschen. Löschen und Entfernen, wie Sie es ein bisschen weiter rechts sehen, sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Löschen löscht mir im Prinzip diese Bestellliste, sprich alles, was ich jetzt auf meinem Bildschirm sehe. Die Bestellung an sich ist nach wie vor hier oben gespeichert. Da ist die Frau Müller. Aber ich habe einfach nur den Einkaufswagen leer gemacht für vielleicht den nächsten Kunden. Ja, das ist Bestellliste löschen. Also nur diese Liste, die Sie hier auf dem Bildschirm sehen. Entfernen im Gegenzug dazu ist die komplette Bestellung. Also die komplette Bestellung der Frau Müller manuell und dauerhaft zu löschen. Das machen wir jetzt natürlich nicht, weil wir sind ja noch nicht ganz fertig. Aber hier sehen Sie dann einfach, entfernen ist ganz wichtig, wenn Sie Bestellungen, wenn Sie da mal aufräumen möchten, etwas löschen möchten, einfach auf Entfernen gehen und Sie löschen die komplette Bestellung. Auch hier wieder die Möglichkeit, das Ganze per E-Mail zu senden oder zu drucken. Und auch hier wird erst ein PDF erstellt und dann können Sie immer noch sagen, möchte ich drucken, ja oder nein. Und zu guter Letzt haben Sie von hier noch die Möglichkeit, das Ganze zu übertragen. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, auf diesem kleinen schwarzen Pfeil, wohin möchten Sie es denn übertragen? An Ihr DMS oder direkt an EDOS. Gehen wir erstmal auf die EDOS-Schnittstelle. Bei mir klappt das nämlich nicht, weil ich habe keine Benutzernamen und Passwort für EDOS.
Das müssten Sie einmal hier in den Einstellungen im Prinzip eingeben. Das ist unter Einstellungen, Integrationseinstellungen, Serverhändlercode, Benutzername, Passwort und können dann im Prinzip, sobald das einmal eingegeben ist, können Sie Ihre Bestellungen direkt an EDOS schicken. Oder die andere Möglichkeit natürlich, das Ganze an Ihr Händlermanagementsystem zu übertragen. Einfach sagen, ich möchte das dorthin übertragen. Und das ist im Prinzip alles, was hier in der in Nummer 3 Bestellungen passiert. Hier haben Sie das einfach nochmal alles aufgelistet. Sie können die Bestellung ändern, Sie können sie speichern, löschen, drucken, per E-Mail schicken oder dann eben an DMS und EDOS schicken. Und überall, wo Sie dieses kleine blaue Pfeilchen sehen, was übertragen heißt, überall dort können Sie das Ganze übertragen. Wir hatten vorhin gesagt, vielleicht erinnern Sie sich noch, auch in diesem Teile-Datenfenster, da gibt es Übertragen, die Möglichkeit, hier in der Bestellliste. Und für ganz schlaue und ganz schnelle Menschen gibt es auch nochmal ganz hier oben rechts am Bildschirmrand. Auch hier kann man das Ganze nochmal übertragen. So, damit sind wir am Ende von MicroCAD Live, wie es funktioniert. Wir haben jetzt noch eine kurze Frage für Sie vorbereitet, bevor wir uns dann noch ganz kurz mit den Hilfestellungen beschäftigen, die hier drin sind, bevor ich Sie dann auch weiter entlassen kann. So, Berten, ganz schnell unsere Frage. Ganz schnell unsere Frage, ganz einfach. Wie übertragen Sie Teile in Ihres DMS-Händlersystem? Über die Schaltfläche übertragen am oberen Bildschirmrand, über die Schaltfläche übertragen in der Bestellliste, über die Kamerasymbol in der Bestellliste, über das Symbol zum Übertragen im Fenster Teiledaten. Es gibt mehrere korrekte Antworten. Okay, haben wir fast allen geantwortet. Noch ein oder zwei. Ja, sind wir allen da. Jetzt haben wir allen gewotet. Die Ergebnisse mal anschauen. Die Antworten sind allen richtig. Das heißt, außer das eine ist über das Kamerasymbol in der Bestellliste. Das ist natürlich nicht richtig, aber sonst kann man über alles das machen. Okay, Inga. Ja. Wieder mal zurück nach dir. Dankeschön. Prima, vielen Dank fürs Mitwählen, Mitentscheiden, welche Antworten richtig sind. Das ist prima. Soll das Ganze ein wenig nicht auflockern. Ja, wie gesagt, das war die Benutzung von MicroCAD Live in 1, 2, 3 Schritten. Ganz kurz möchte ich Ihnen jetzt noch einen Überblick geben, wo Sie im Zweifel noch Hilfe finden können. Und zwar einmal haben wir hier oben die Referenzbibliothek. Da können wir einfach mal reingehen. Haben wir hier links verschiedene Sachen drinstehen, wie zum Beispiel Abkürzungen. Das heißt, wenn Sie dort draufklicken, haben Sie eine Liste mit Abkürzungen und was diese bedeuten. Hauptmerkmale, Optionscodes, genau das gleiche nochmal. Und vor allem für ältere Fahrzeuge ist das hier ganz wichtig, die Anleitung für Fahrtcodes. Bei den neueren Fahrzeugen ist das bereits im MicroCAD enthalten. Aber gerade bei den älteren Fahrzeugen, bei diesem Arvella zum Beispiel, 98, 99, wenn wir uns das hier angucken, gibt es dann PDF-Dateien mit dem Farbcode, mit den Informationen für die Farbe. Ja? Das ist also die Referenzbibliothek. Bevor wir in die Hilfedatei gehen, noch ganz kurz in die Einstellungen. Hatten wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Die Einstellungen hier sind nochmal für Sie gedacht. Wenn Sie sagen, welche Preisanzeige soll bei mir standardmäßig angezeigt werden, möchte ich eine Kopf- und Fußzeile bei Drucken und E-Mail schicken machen. Soll der Gedankenstrich beim Kopieren von Teilenummern entfernt werden, ja oder nein? Und bei den persönlichen Einstellungen zum Beispiel haben Sie die Möglichkeit, die Anwendung oder die Teilebezeichnung, die Sprache dazu zu ändern. Wir hatten gesagt, die Farben auch. Angaben zum Account, im Prinzip nur nochmal Ihre Händlerangaben. Und wichtig für
sämtliche Einstellungen, was Übertragen an DNS oder EDOS anbetrifft, anbelangt, die Integrationseinstellungen, links einmal für DNS und rechts einmal für EDOS. Das finden Sie alles unter Einstellungen. Und dann endlich zur Hilfedatei. Hier gibt es nochmal zwei, drei Sachen. Schnellreferenzkarte, nochmal so eine Karte, die die wichtigsten Symbole erklärt. Die ersten Schritte sind eine Kurzanleitung. Wer Kurzanleitung doof findet und lieber die ausführlichen Hilfedatei liest, kann das natürlich ebenfalls tun. Das DNS-Integrationshandbuch soll Ihnen dabei helfen, Ihre DNS-Schnittstelle einzurichten. Wir werden dieses Webinar natürlich hier auch online stellen, damit sich Sie sich das oder Ihre Kollegen natürlich auch nochmal anschauen können. Unter Kundendienst haben wir nochmal die Informationen, wo man unseren Kundendienst erreichen kann. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie irgendwas finden in MyPad, was nicht so ganz richtig ist, was nicht stimmt, lassen Sie uns wissen. Geht dazu hier auf Rückmeldung senden. Die Angaben hier oben zu Ihrem Account und zum Kundendienst sind bereits ausgefüllt. Sofern Sie in einem Fahrzeug bereits drin sind, sind diese Angaben auch schon ausgefüllt. Und wir würden Sie einfach bitten, kurz zu sagen, was ist das Problem und eine kurze Bemerkung zu geben und uns das Ganze zukommen zu lassen. Am besten übersenden, dann kriegen wir das per E-Mail, damit wir die Fehler gegebenenfalls natürlich auch ganz schnell beheben können. Also alles, was Sie finden, wo Sie sagen, hier falsche Beschreibung, falsche Teilenummer, lassen Sie es uns wissen, damit wir es ändern können. So, das war MyPad Live für Sie. Hat sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel geändert. Ich hoffe, Sie haben das ein oder andere doch noch mitnehmen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und gebe dann nochmal an Berten zurück. Hallo, danke Inga, ich muss erstmal kurz die Präsentation wieder zurücknehmen. So, was haben wir gesehen? Wir haben heute gesehen, wie Sie MyCricket Live starten können, wie Sie ein Fahrzeug erfolgreich ermitteln können, wie wir nach übereinstimmenden Teilen suchen können, der Bestellliste Teile hinzufügen, Bestellliste drücken, speichern oder per E-Mail verschicken. Und dann die Teile nochmal eintragen in das übertragen in das DMS und auch EDOS. Und dann das letzte Punkt war die Ressourcen, wo Inga so nett über geredet hat. Über diesen Ressourcen, was haben wir dann? Wir haben Screentips, wir haben schnelle Referenzkarte und Kurzanleitung und dann auch noch diesen aufgezeichneten Webinar. Die werden Sie nachher nochmal ganz durch zurück anschauen können. Ist kein Problem. Und diesen sind allen verfügbar im MyCricket unter die Hilfe-Taste. Kontaktdaten, Infomedia Kundendienst ist telefonisch zu erreichen unter dieses Nummer 0800 181 7095. Ein Deutschsprechender wird Sie weiterhelfen. Oder Sie können dann E-Mail schicken nach service@infomediaeurope.com.